Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer Brettspiele, diesmal mit einer Neuheit von Hoch, denn das interessante Mitch-Wallace-Spiel Galerie der Künste ist bei Hoch auf Deutsch erschienen und man sieht schon ganz cool, und das weiß ich nicht, ob man das hier sehen kann, dass das Cover hier so Vertiefungen hat, wo die Bilder drin sind, was schon mal ziemlich cool irgendwie gemacht hat. Ja, genau darum geht es. Es geht um Kunstwerke und wir schauen mal in die Box, was da alles drin ist. Nochmal die schicke Box auf. Ist auf jeden Fall witzig, dass man hier so ein Double Layer Box Cover, hier sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser, ohne Folie. Das ist so ein Double Layer Box Cover. Spielt natürlich jetzt keine Rolle, aber ist an sich erstmal ziemlich witzig, dass es hier die Vertiefung gibt. Dann haben wir die Spielanleitung. Alles sehr schön gestaltet, was ich bis jetzt sehen konnte. Aber auch keine dicke Anleitung, also ein zugängliches Spiel. Wir haben das Spielmaterial, wir haben Gemälde, 116 Stück, wir haben 108 Dekorationen, wir haben Stadtgebote-Karten und Bieterkarten pro Person, 20 Bieterkarten pro Person. Also wir werden wahrscheinlich Kunstwerke ersteigern. Genau, es gibt Auktionsmarker auch, es gibt Bonusplättchen, Punktemarker und es gibt einen Museumsplan, wahrscheinlich die Siegpunkteleiste und es gibt vor allem unsere Wandgalerien, wo wir unsere Gemälde dann ja, platzieren. Und dann geht es schon los. Und die Regeln sind wirklich auf wenigen Seiten erklärt. Wir bereiten die Auktion vor, wir geben Gebote ab, wir erwerben die Gemälde und platzieren die dann auf unserem Tableau. Gibt es dann Trendmarker, die bestimmte, ja, wie das so in der Kunstwelt ist, wenn gerade bestimmte Sachen gefragt sind. Kommt wahrscheinlich darauf an, was gerade gekauft wird. Dann die Rundenende und Spielende. Und dann haben wir schon die Endwertung. Also wirklich ein zugängliches Spiel. Ein paar Plaste-Zipbeute. Dann haben wir hier dieses Museums. Wahrscheinlich Marker, also Verschirmungstableau, wo dann wahrscheinlich auch gleichzeitig die Punkte abgetragen werden. Dann haben wir hier, finde ich auch gut, dass die eingeschweißt ist, hier Stanzbögen und Tableaus. Die Tableaus wären einfach die Wandräume oder die Räume für die einzelnen Mitspieler sein, wo sie ihre Kunstwerke platzieren können. Hier haben wir so, ich weiß nicht, ob man das sieht, sind diese Pinöppel so leicht erhoben, ja, dass man dann wahrscheinlich besser in dieses Raster platzieren kann. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Es sind ja auch Dekorationselemente, also gibt es hier unterschiedliche Tableaus. Und dann gibt es hier ja, einerseits die Gemälde. Da sieht man dann halt sehr viel Gemälde, die man hier genau rauspacken kann. Da sieht man auch, die sind so wie so Briefmarken, so ein bisschen, ne? Die man dann an diese Pinöppel legt auf dem einen Tableau. Also Dekorationselemente, aber eben auch Gemälde. Ja, ganz witzig, bekannte Fotos oder Gemälde oder wie auch immer hier so abstrahiert. Das sieht ganz nett aus. Was geht denn hier weiter? Man hat schon viel Abwechslung und eine Menge verschiedene Gemälde, die man dann auch immer sieht anhand dieser ja, Themenbereiche wahrscheinlich, die dann dafür sorgen, was gerade im Trend liegt. Dann haben wir weitere Marker wie den Auktionsmarker, Wertmarker, Dekorationselemente. Genau, noch Marker für die Spieler und Spielerinnen. Also schon einige schöne Marker dabei. Und, wow, das sieht ja zumindest ganz nett aus. Interessantes Material, so flauschig. Schauen wir uns gleich an, hier die Marker. Wir haben hier quasi ein Inlay drin. Da dürfte jetzt auch nichts drunter sein. Ich schaue zur Sicherheit mal. Nein, ist nicht. Ist aber Plastik, wie man hier sehen kann. Aber hier oben irgendwie so interessant. Interessante Oberflächenstruktur. Ja, und da legt man halt diese ja, verschiedenen Gemälde wahrscheinlich, Plättchen hier rein, dass man die alle schnell griffbereit hat. Hier oben dann diese Beatmarker, das sind ja keine Karten in dem Sinne, sondern es gab ja neben den generellen Anzeigen, gab es eben einfach hier Beatmarker je Person, also 20 Stück in den unterschiedlichen Spielerfarben. Die sind nicht so wahnsinnig stark voneinander zu unterscheiden, aber geht schon halbwegs, wo man dann halt verdeckt mit Sicherheit unterschiedliche Werte für Gemälde bieten kann und entsprechend dann diese entweder bekommt oder nicht. Die kommen dann wahrscheinlich hier oben rein. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass man sie. Okay, mache ich dann später. Und wir haben hier noch eine Hilfekarten. Das finde ich immer gut, dass so Spielhilfekarten dabei sind. Vier Stück, wo wir einerseits die Übersicht der Spielrunde haben, wo wir die Platzierung haben. Und so weiter. Und auch wenn das Spiel endet. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Wertung drauf, wo wir dann sehen, was bekommen wir denn pro Gemälde.
Gemälde zum Beispiel, aber zum Beispiel auch, wofür es Minuspunkte gibt. Auch da muss man beim Platzieren drauf achten. Ah, okay, interessant. Also ist nicht nur das Ersteigern, sondern eben auch, wie man es auf dem eigenen Tableau platziert. Ja, das war mein Blick auf die Neuheit Galerie der Künste von Huch. Ja, so Kunstthemen finde ich auch mal ganz interessant. Ist zumindest mal was anderes und nicht ganz so ausgelutschtes Thema. Und ja, ich bin gespannt, wie gut das hier funktioniert. Ist, wie gesagt, sehr zugänglich. Das muss ja aber nicht schlecht sein, wenn man trotzdem interessante Entscheidungen hat. Und ich werde auf jeden Fall darüber berichten. Also abonniert den Kanal und schaut mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbei an meiner Website. Dort gibt es noch mehr Infos rund um Brettspiele, Toplisten, Interviews, Previews und so weiter. Und auch meinen wöchentlichen Podcast. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.